Kann ich den vielleicht jetzt anlocken? Schweinchen. Schweinchen. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Nein. Hallo, mit was kann man Schweine anlocken? Komm. 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 Auf geht's. Interessiert sich gar nicht dafür. Dann muss ich mal schauen, für was sich Schweine interessieren. Aber das mache ich jetzt. Nicht jetzt. Das mache ich dann irgendwann anders zwischen der nächsten Aufnahmesession. Was natürlich dauern kann. Weil ja zwischen ja dann noch eine Adventure Map kommt. Wenn es so kommt, wie es geplant ist. Aber ich denke, so wird es dann auch. Haben wir auf jeden Fall mal hier drei Kühe drin stehen. Jo. Ist doch auch nicht schlecht. Hier sind echt viel zu viele Kühe. Wie komme ich jetzt wieder zu meinem Haus? Das ist ja viel zu unwegsam. Gehen wir da hoch. Buja, da ist mein Haus wieder. Aua. So. Autsch. Naja, ein bisschen ist gewachsen, aber nicht viel. Es lohnt sich jetzt noch nicht, das abzuernten. Ich habe aber natürlich auch mit dem Essen vorgesorgt. 15 Steaks und noch ein gebratenes Schweinefleisch. Leder habe ich 6. 6 ist die magische Zahl. Das Essen kommt da rein. Faden. 3. Ich brauche aber 4 für Wolle. Ach, das Ei. Ja, das Ei. Wo sind die Pfeile? Ich habe doch hier irgendwo Pfeile. Nein. Habe ich nicht. Doch, da. Klar. Schau doch mal unten rein. 30 Pfeile. Noch eine Werkbank. Stöcke, Zäune, Erde. So, ich würde sagen, spawn mir mal ein Bildchen. Ne, ist eine Schüssel. Die Frage ist jetzt, wie baut man sich ein Boot? Ich kann natürlich auch über den Ozean schwimmen. Ah, so. So, aber ich habe jetzt noch einen Eichensetzling bei mir im Repertoire. So. Und so weiter und so fort. Ich wollte natürlich auch noch ein Ei ins Gehege reinschmeißen, damit ich ein Hühnchen hab. Ein Hühn hab. So, essen. Dann ab zum Gehege. Das jetzt doch ein bisschen weit weg ist. Muss ich mir was einfallen lassen, wie ich das mache. Wahrscheinlich baue ich mir irgendwie einen Weg. Hallo. So. Passt doch.
Oh, da geht's runter. Gibt's da irgendwas Besonderes zu entdecken? Das ist Kohle, Eisen. Eisen nimmt man natürlich immer mit. Kann man immer gut gebrauchen. Da ist noch Eisen. Ansonsten war es das hier, außer der Kohle. Die können wir natürlich auch noch mitnehmen. Ich habe aber viel zu viel Kohle irgendwie zu Hause schon. Da habe ich einen großen Vorrat. So, Kohle abbauen mag jeder. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. So. Kriegt man ja jetzt auch Level dafür. Ich bin ja jetzt schon wieder Level 10. Das Ei nehmen wir und bomben es da rein. Nein! Oh Mann. Kein Hühnchen. Egal. Schauen wir uns mal um. Hü-Hot-Boot. Ah. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Aber ich würde sagen, die andere Seite. Ja. Denn auf der anderen Seite sind ein paar Vorinseln. Gerüstet für den Kampf. Auf zu neuen Gefilden. Um neue Abenteuer zu entdecken oder zu sterben. Was ich nicht hoffe. Aber dennoch, auf. In die Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Je nachdem, wie das Wetter ist. So, dann würde ich sagen, fahren wir hier einfach mal. Indem ich meine Kamera bewege, kann ich das Boot bewegen. Schön mit Leertaste beschleunige ich. Nein, beschleunige ich nicht. Sehen wir uns mal ein bisschen um. Hier ist einfach mal gar nichts. Da drüben könnte was sein. Ja, da geht's hoch. Da generiert was. Generiert was. Ist aber nur so ein kleiner Sandstrand. So eine Sandbank. Oktopus aus dem Weg. Ich möchte nicht, dass mein Boot zerschellt. Vielleicht sollte ich mal hier in Grafikeinstellungen was machen, damit es vielleicht ein bisschen schneller lädt. Nein. Sieht nichts aus. Zick weit. Lassen wir es einfach mal so, wie ich es gerade drin habe. Nein, nicht umdrehen. Ich wollte nur kurz nach hinten schauen. Einfach jetzt nur hier stur geradeaus fahren. Das ist sehr spannend. Macht sehr viel Spaß. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Denn da kann man unter Wasser all die schönen Tiere sehen. Fische sehen. Schön. Fahren wir jetzt mal nach rechts. Die ganze Zeit in eine Richtung zu fahren ist natürlich langweilig. Irgendwann habe ich dann auch die Orientierung hier verloren. Aus dem Weg, Oktopusse! Nein! Das war so klar! Scheiß die Wand an. Die Frage ist jetzt, von wo bin ich gekommen? Ich denke, es war in der Richtung. Ich habe natürlich auch kein Holz dabei, um mir jetzt irgendwie was zu craften. Ich blödi. Oder? Habe ich? Doch, ich habe was, aber es bringt mir nichts. Ich würde sagen, ich mache es ganz einfach. Flieg. Ich flieg.
Insel suchen mit Hilfe. Nächstes jetzt mal. Da ist etwas. Wäre natürlich scheiße, würde ich nicht mehr zurückfinden. Weil ich jetzt sogar glaube, was passieren wird. Vor allem, weil es hier so wenig generiert. Oder so langsam. Wenn nicht, muss ich mich einfach umbringen. Ich warte einfach mal, bis es sich aufbaut. Wenigstens haben wir ja schöne Hintergrundmusik. Bin ich so weit gefahren oder? Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Ach, wisst ihr was? Ich mach's jetzt ganz einfach. Gehe ich zwar drauf, aber egal. Ist halt hier alles weg, was ich hab. Eine Diamantspitzhacke, oh, egal. Ich weiß mir gerade nicht anders zu helfen. Boah, tot. Vincent der Trank. Und jetzt bin ich wieder hier. Wieder mit 0 Leveln, aber ich hatte ja auch nur 10. Scheiße, dass ich wirklich so weit weg bin von jeglicher Zivilisation. Ich bin wahrscheinlich einfach nur in die falsche Richtung gefahren. So. Die Frage ist jetzt, was mache ich, meine Freunde? Erstmal meine Sachen wiederholen. Meine Sachen craften. Kräft, die Kräft, Kräft. Dann hatte ich noch eine Schaufel. Ein Schaufelbagger und eine Axt. Da wieder ein Pickaxe. Und dann wollen wir mal ein bisschen Papier. So. 12 Papier. Habe ich noch irgendwo Papier drin? Ja, da ist noch 15 Papier. Und Leder habe ich auch noch 6. 6. Wie war es jetzt nochmal? Ich glaube, es war so und dann so. Nein, war es nicht. War es dann vielleicht so und dann so? Nein, auch nicht. Oder vielleicht so? Nein. Wie war das nochmal? Wartet mal kurz. Wenn der Let's Player wieder zu doof ist, sich ein Buch zu craften. Das ist natürlich scheiße, kann man aber nichts machen. Da ich nicht mehr so oft Minecraft spiele wie früher. Soll ich vielleicht mal wieder machen? Wenn ein Freund von mir sein Server wieder hochfährt. Ah, so. Du
Muss man aber auch erstmal drauf kommen. Nämlich so. Und dann. So. 6 Bücher. Da habe ich noch ein 7. Buch. Dafür brauche ich mehr Holz. So, dann machen wir uns mal ein Bücherregal. Zwei sind es dann geworden. So, das Papier war da oben drin. Das kommt jetzt da rein. Da kommt dann noch eins hin, da kommt noch hin und dann nach oben. Geht, dann wird nach oben gezogen. Da kommt dann der Enchantment Table hin. Bin jetzt gerade am Überlegen. Okay, ich brauche dann noch eine Kiste. Die kann ich natürlich jetzt auch noch machen, wenn ich gerade schon dabei bin. Doppeltruhe. Dafür. So. Habe ich da irgendwie was drin? Nein, da habe ich auch nichts drin. Die Frage ist jetzt, was mache ich? Was mache ich bloß? Das mal Fresschen mitnehmen. Bin gerade auf eine Idee gekommen. Ich kann ein bisschen Pilzsuppe machen.